Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Until I Die. Hier seht ihr kurz meine Statistiken, damit nicht irgendjemand sagen kann, ich verfälsche das Ergebnis, wenn ich doch mal einen Cut mache oder so, falls irgendwas zu lange dauert. Ich spiele mit Random Kids und what, da schießt der schon mich ab. Ich weiß nicht, was das für ein Kit hier ist. Es ist ein bisschen random. Gibt auf jeden Fall eine Enderperle und keinen Feuerschutz, aber einen OP-Apfel. Mal schauen, was der gleich bringt. Oh Gott, man kann schnell durchs Wasser, ist ganz cool. Bisschen hier ausweichen. Keine Ahnung, wie viel Schaden man macht. Auf jeden Fall spiele ich so lange halt, bis ich sterbe, Leute. Ich hoffe, ihr kennt es. Ich habe es ewig nicht mehr gebracht. Und ja, jetzt bringt es gar nicht, ihn zu damagen. Aber wenn ich jetzt ein bisschen warte, im Normalfall ist halt dann sein Gäppel weg. Und er hat verkackt. So. Ein bisschen hier abhauen. Durchs Wasser schwimmen. Kann man sich gönnen, Leute. Jetzt ziehe ich mir den Gäppel rein und sollte gewinnen. Wenn ich gleich gescheit gegen ihn kämpfe und er keine Reck mehr hat. Sollte machbar sein. Beim nächsten Kit mit OP-Apfel oder der ähnlichen tue ich natürlich surrendern. Naja, nicht surrendern, sondern auf des Dingens auf die Mitte spielen, weil ich keine Lust habe auf solche Kits. Weil das Kit hier ist einfach nur komplett random. Und sowas gefällt mir halt nicht wirklich. Der kann halt auch nicht gut aimen. Stört mich aber nicht weiter. Ich hoffe, ich bekomme ihn down. Ja, GG. War auch gar nichts mehr hier im Inventar. Ich habe nach ein paar Themen gefragt auf Twitter. Und ja, kam natürlich zweimal erstmal irgendwas mit Trump. Ich bin kein Politikwissenschaftler wie ungefähr 99% der anderen Leute, die auch immer ihre Meinung abgeben. Ich kann nicht genau sagen, wer jetzt die beste Wahl für uns wäre. Anscheinend wären es die, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Drittparteien, sind natürlich mehrere. Aber natürlich Hillary und Trump wurden quasi, ja, gewählt und Trump hat gewonnen. Und dazu kann ich nicht so viel sagen. Ich finde es jetzt nicht schlimm, weil, ja, ich habe nur ganz unzuverlässige Quellen und ich glaube, keiner von euch ist jetzt auch hier Politikwissenschaftler und kann es jetzt wirklich begründen und so, weil viele Leute sagen auch immer irgendwas und wovon sie keine Ahnung haben. Ich kann es nicht genau sagen, was ich mitbekommen habe, dass es mit Hillary eher einen Krieg gegeben hätte gegen Russland und mit Trump nicht. Mehr kann ich aber auch nicht sagen, ob das stimmt. Keinen Plan, Leute. Ich habe mich nicht informiert, weil ich selber nicht wählen muss und ja, von daher hat es mich nicht wirklich interessiert und es war relativ knapp sogar. Also natürlich 10,5 Herzen, aber ich war relativ low. Man hat ziemlich viel kassiert. Ja, sonst weiß ich echt nicht viel, auch über die Drittkandidaten. Ich wüsste nicht mal die Namen, irgendwie Sanders oder keinen Plan. Es gibt ja noch 4 andere zu wählen oder, naja, zumindest die Partei oder was auch immer. Ich habe mich halt interessiert, wer gewonnen hat. Natürlich Barack Obama war deutlich besser als die beiden anderen, denke ich mal. Aber naja, Donald wird 2017 dann beweisen, was er kann oder auch nicht. Und ja, mit Hillary wäre es jetzt auch nicht viel besser geworden. Heulen natürlich wieder alle rum. Es ist ja, es ist wie immer eigentlich. Es wird immer rumgeheult, nach egal welcher Wahl. Es ist sogar noch eine Demokratie in den USA im Vergleich zu gewissen anderen europäischen Ländern. Und es beschweren sich trotzdem Leute über eine Demokratie. Also, ja, ist ein bisschen komisch. Das Wahlsystem in Amerika ist anders als in Deutschland. Vielleicht wisst ihr das, man muss quasi die Staaten einnehmen für sich selbst immer. Und die haben eine bestimmte Wertung, die Staaten, oder zumindest halt eine bestimmte Wählerschaft, die dann quasi einen bestimmten Anteil ausmachen anstatt von Deutschland. Weil in Amerika kannst du auch mit Mehrheit der Stimmen quasi verlieren, wenn du weniger Staaten mit weniger Wertpunkten oder so eingenommen hast oder gewonnen hast, dann so war das halt bei Trump und Hillary. Aber da haben sich welche drüber beschwert, aber es ist immerhin eine Demokratie. Es ist ein bisschen andere Wahlsystem als in anderen Ländern, wie zum Beispiel bei uns, aber es ist immer noch fair und ich glaube, ja, es hätte sich immer jemand beschwert über dieses System, egal wer gewonnen hat, deswegen finde ich das dumm. Also wenn man schon so eine, es ist nicht mal, ich weiß nicht, ob Amerika eine Demokratie ist oder eine Republik, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, solange es irgendwie einigermaßen fair ist, sollte man sich darüber echt nicht beschweren. Finde ich echt ein bisschen schade, aber ist halt so. Mir persönlich ist echt egal, wer gewählt wurde, keine Ahnung. Und der
da kassiere ich von dem. Und ja, da komme ich noch. GG an dich. Aber es geht natürlich weiter. So, wir warten auf die nächste Runde. So, Bingo. Ja, weiß nicht, was ich dazu noch groß sagen soll, Leute. Vielleicht schaue ich mal gleich, ob ein neues Thema reingerasselt ist. Oh. Schnell auf Twitter schauen. Oh Gott, nur Trump, also nur Trump. Ja, viele sagen ja auch, Trump ist so Hitler 2.0 und so. Dazu kann ich nichts viel sagen. Ich weiß halt so, was ich mitbekommen habe, ist auf jeden Fall halt sexistisch und rassistisch. Wobei er natürlich schon krass ist, wobei ich sowas wie Sexismus, Beispiel so Videos, wo er privat mit irgendjemandem redet und das wurde aufgenommen, das finde ich dumm, weil ich glaube, jeder hat in seinem Leben schon mal irgendwas Sexistisches gesagt. Man muss es natürlich nicht so extrem in der Öffentlichkeit sagen und so, aber wenn man privat gefilmt wurde, Leute, habt ihr schon mal einen schwarzen Humor-Joke rausgehauen und so? Ich glaube, jeder, und finde ich ein bisschen übertrieben, rassistisch, klar, gegenüber Muslimen und so, aber es betrifft Deutschland nicht so sehr und das ist ganz gut eigentlich, weil, ja, er ist natürlich, er ist nicht toll, aber jetzt endlich hört dieses Scheiß aus. Was ich am meisten gehasst habe, ist immer dieselben Sprüche sind gekommen. Egal von wem. Egal von Stars im englischen oder im deutschen Raum. Es kamen immer dieselben Scheißsprüche wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Sowas hat halt mega abgefuckt. Also solche Sprüche, davon halte ich nicht wirklich viel. Ich finde es einfach relativ dumm und es hat einfach... Irgendwann hat es nur noch genervt, Leute. Und da bin ich doch ganz froh, dass das jetzt endlich mal ein Ende hat mit dieser Scheiße. Weil das hat mich echt genervt, immer diese gleichen Sprüche, was auch immer. Und ja, man kann hier gar nicht supen, oder? Nein. Das ist volles Prank-Hit, Leute. Wenn ich daran jetzt sterben werde, weil ich dachte, man kann supen. Ja. Ja. Dornen werden nicht so krass sein wie jetzt der Schaden, den man macht mit dem Pfeil. Also denke ich mal, hat er schon ziemlich Damage gefressen und könnte auch bald down sein. Ja, ich hoffe mal, er ist bald down. Er rennt natürlich jetzt weg und ja, ich denke, ich könnte ihn bekommen, aber man reckt echt schnell irgendwie. Das verwundert mich doch ein bisschen arg und dieser Rückstoß nervt echt mega. Aber damit muss man halt leben bei so einem Dornenkit. Und ja, die Wahl, ich weiß nicht, ist ein bisschen crazy, weil die beiden Kandidaten, also die beiden Top-Kandidaten, man kann natürlich auch die Drittparteien oder eben diese anderen Leute wählen, aber die kennt keiner. Die haben insgesamt gerade mal, ich glaube, in allen Staaten so zusammen so... Ja, so 4% bekommen alle anderen, halt außer Trump und Hillary. Und die zu wählen, bringt halt gar nichts. Also im amerikanischen System bringt es halt überhaupt nichts, irgendwelche Parteien oder Leute zu wählen, die wieso nicht gewinnen können. Natürlich ist es ein falsches Denken vielleicht von mir. Aber in Deutschland macht es immer Sinn zu wählen, aber dort bringt es halt gar nichts. Diese Drittparteien zu wählen, dann wählt man eher das geringere Übel, wobei ich das jetzt nicht wüsste, ob es Trump oder Hillary ist. Viele sagen wieder, Trump ist eigentlich relativ gut, aber er ist natürlich total der Sexist und Rassist, was natürlich stimmt. Man kann es ja nicht genau sagen, was jetzt so gut ist oder schlecht, ne, Leute. Man kann es noch nicht sagen. Mal schauen. Trump hat ja jetzt auch nicht so viele Rechte, er wird ja auch immer delegiert von vielen anderen Leuten und so. Ja, mal schauen. Aber ich glaube, der Bogen hat Rückstoß, weshalb ich den vielleicht von der Mitte fernhalten kann. Es wird nicht leicht, aber vielleicht kann ich ihn wirklich fernhalten. Ich glaube, das klappt sogar ganz gut. Vor allem wegen dem Rückstoß hat er keine Chance. Er sollte keine Chance haben. Ja, GG. Ah, ich dachte sogar, es ging irgendwas ging kaputt auf jeden Fall. Hat sich das so angehört. Naja, nächste Runde. UHC-Kit. Ich hasse UHC, Leute. Ich glaube, das wissen die meisten, aber... Naja, habe ich ziemlich selten auf meinen Channel gebracht. Naja, ich könnte jetzt noch ewig reden über Trump und Hillary. Aber ja, ist halt, ne, war schon ein bisschen spannend. Ich denke, die Deutschen kümmern sich ein bisschen zu sehr darum, weil, ich meine, klar, unser Leben hängt vielleicht davon ab ein bisschen, aber was können wir schon ändern? Wir können wieder wählen,
noch können wir irgendwie irgendwas machen. Also wir können ja nichts ändern daran. So. Da baut er die Steine. Ob das jetzt so viele gebracht hat, kann ich jetzt auch nicht sagen. What the fuck, wie viel Glück hat er? So, Gäppel essen. Leute, ich bin echt in UAC, bin ich echt ein bisschen eingerostet. Ich treffe ja nicht mal hier durch die Lücke. Aber ich kann meinen Lava-Eimer wieder auffüllen, das ist ganz gut. Er will mich wahrscheinlich in die Lava schubsen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Keine Ahnung, was er macht. Er will mir wahrscheinlich mega Knockback nach unten geben. Okay, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist natürlich schade. Bisschen tänzeln, Leute. Ich denke, ihr kennt's. Oh mein Gott, wie er kein Knockback bekommen hat. Krass. Das war schon fast Anti-Knockback, würde ich sagen. Aber GG, ich habe gewonnen. Aber das war verdammt knapp. Also ich dachte jetzt, jetzt verliere ich, Leute. Ich hab's in meinen... Ich hab's gesehen einfach schon. So lächerlich. Ja, richtig lächerlich, Alter, bin ich. Richtig lächerlich. Leute, wie kann ich nur so lächerlich sein? Naja, egal. Deswegen habe ich auf Timulia... Apropos, deswegen habe ich auch auf Timulia den Chat immer so ganz auf Opacity hoch. Weil hier nur Lappen sind, gefühlt irgendwie. Also, die meisten Leute zumindest. So. Der gibt auch abnormale Hits. Ist auf jeden Fall legit. Ja, da war mein Aiming im Arsch. Oh mein Gott, was macht der? Der ist richtig random. Junge, meine Hits. Oh mein Gott, meine Hits. Leute, GG, Mann. Alter, what the fuck, Leute. Da läuft's aber heftig. Mein Ping wird wahrscheinlich normal sein. Also meine 22 MS, wie immer. Aber das war schon sick, jetzt hier wieder Timed Hits raushauen. Bisschen Counter-Strafe vielleicht probieren. Aber ohne Angel muss man echt auf Timed Hits gehen. Dann kann man das Ding gewinnen. So. Leute, aber ich weiß nicht, wenn es jetzt noch ewig geht, weil ich glaube, ich schaue mal gleich die Videolänge nach. Oh mein Gott, hoffentlich verliere ich jetzt nicht. GG. Ich schau mal kurz die Videolänge nach. Die ist schon bei 13 Minuten, Leute. Ich weiß nicht, wie lange ich machen soll. Weil ich verliere natürlich nie bei Until I Die. Auf jeden Fall. Ja, würde ich das dann irgendwann vorspulen, die ganzen Siege bis zum Loser oder so. Keine Ahnung, was ich da mache. Oder es wird einfach das längste Video meines fucking Lebens. Und das zu rendern, Leute, mit Premiere, das ist so... Ah, das ist so geil, weil Premiere und mein Computer stürzen im Durchschnitt nur 10 Mal pro 10 Minuten ab. Also es ist total angenehm zu rendern mit Premiere. Kappa. Ist auf jeden Fall richtig scheiße. Mal stürzt Premiere ab. Mal mein PC und er hat mir Schwäche gegeben, was ein halbes Herz ausmacht. Einen halben Schadensdingens vom Schwert, also völlig wertlos. Diese Verzauberung und habe ich mir da gerade mich selber verbrannt. Er ist auf jeden Fall Brain. Ja, hier nochmal. Mann, er hat sich auch verbrannt. Ist auf jeden Fall, wir beide sind einfach Profi-GSL-Spieler. Liegt auf der Hand. GG, gewonnen. Mit 8,5 Hertz. Momentan läuft's gut. Es sind halt zu UHC oder so. Dingenskits. Oh, das könnte ein bisschen spannender werden. Oh mein Gott. Die Belegung ist ein bisschen strange. Ich leg das mal so. Ja, so könnte es ganz fair sein. Oh Gott. Das ist aber auch ein Bow-Spam-Kit wieder, ey. So. Damit hab ich nicht gerechnet, aber... Es ist nicht so schlimm. Ja, er ist an der NFL gestorben. GG. Es geht weiter, Leute. Ich hatte 12 Siege. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so gut bisher bin. Also ich dachte, ich sterbe viel, viel früher. Und ja.
So, den Gäppel. Oh, den müssen wir natürlich reinpfeifen. Und man hat irgendwie unendlich Leben. Das finde ich ganz cool. Aber was es bringt, weiß ich nicht. Also, ja, man. Wenn man die zwei Herzen wechseln, kann man halt direkt den Gäppel essen. Lohnt sich definitiv. Also, ja. Ist ja keine Verschwendung quasi. Naja, doch am Ende irgendwann schon theoretisch, wenn er ewig wegrennt. Aber, naja, das ist nicht wirklich relevant. Oh mein Gott, gibt er mir. Ja, da habe ich ihn aber zurückgekommen. Okay, ich habe die Enderperle geworfen. GG, das wollte ich nicht. Ich wollte nur Angel spammen. Oh Mann, Leute, das ist ein Dreckskit. Also ich mache, glaube ich, gleich Endmatch. Weil das Kit ist, ja, ist jetzt nicht so, was ich mag. Okay, ich habe verloren, Leute. Das war's dann mit dem Video. Habe ich doch verloren. Ich habe es unterschätzt irgendwie. Keine Ahnung. Naja, ich hoffe, ihr lasst eine positive Bewertung da. Schaut beim letzten Video vorbei. Das seht ihr rechts. Und links könnt ihr mich abonnieren. Und ja, ciao Leute. Bis zum nächsten Video.